Auf unserer Tour durch Niedersachsen mit Bauernhofferien.de kamen wir Anfang Juli in Duderstadt an. Und zwar auf dem Gut Herbigshagen, das eine Stiftung des berühmten Tierfilmers Heinz Sielmann ist. Und diese Stiftung hat einen wirklich interessanten pädagogischen Auftrag, denn diese Stiftung soll Menschen und besonders Kindern die Beziehung zur Natur zeigen. Und da dieses Gut glücklicherweise auch Vereinsmitglied bei Bauernhofferien ist, konnten wir sie also in diese ganze Aktion mit einschließen und bekamen eine wunderbare Tour. Und das seht ihr in diesem Video. Wir kamen am Abend vorher auf dem Gut Herbigshagen an und das war nach 18 Uhr und da ist da alles zu. Und das wurde so eingerichtet, dass wir dann vom Hausmeister empfangen wurden. Der brachte uns in unsere Zimmer und dann hatten sie uns da ein ganz nettes Abendmahl bereitet. Also ein kleines nettes Essen zu Abend, damit wir auch nicht verhungern. Und es war geplant, dass wir am nächsten Tag dann die Geschäftsführerin kennenlernen. Und das taten wir dann auch. Das ist nämlich Caroline Ruh. Und Caroline Ruh hat diese Stiftung auch als Vorstandsmitglied übernommen vor ungefähr 1,5 Jahren. Und die hat, glaube ich, seitdem den ganzen Laden einmal richtig umgekrempelt. Also eine tolle Frau. Und die seht ihr hier. Wir sind hier jetzt auf Gut Herbigshagen. Und ich hatte gedacht, das ist jetzt so ein richtiger Schulbauernhof, auf dem man auf den Schulklassen gehen können und wo man was lernen kann und der ganz viele tolle Stationen für Kinder hat. Inzwischen habe ich mich aber mit Caroline Ruh unterhalten und das hier ist nicht normal. Das hier ist wirklich, hier steppt der Bär. Und obendrein kann man hier sogar Urlaub machen. Und da würde ich jetzt mal gerne direkt übergeben an Caroline, die uns mal erzählt, was hier eigentlich so los ist. Ja, also vor 25 Jahren haben Heinz und Inge Sielmann die Heinz-Sielmann-Stiftung gegründet und haben gesagt, wenn Kinder die Natur in Zukunft lieben sollen, dann müssen sie sie kennenlernen. Und deshalb gibt es diesen wunderbaren Ort. Und die Idee war natürlich insbesondere, Schülerinnen und Schüler hierher zu holen im Unterricht und ihnen zu zeigen, wie pflanze ich Gemüse an? Was mache ich mit dem Gemüse? Wieso wachsen, was weiß ich, Äpfel an Bäumen und nicht in der Erde? Es gibt hier Kinder, die kommen hierher mit Schulklassen, die haben in ihrem Leben noch nie ein Tier mit Fell gestreichelt. Die haben noch nie ein lebendiges Tier angefasst. Und ja, genau das ist der Schulbauernhof, den wir hier auch haben. Im Moment leider nicht. Im Moment gibt es Corona und wir haben überlegt, wir haben hier eine tolle Infrastruktur, wir haben ein tolles Haus mit Etagenbetten, mit Küche, mit allem Möglichen. Und wir bieten das jetzt als Ferienhaus an, weil die Schulklassen nicht kommen können. Und dann können die Kinder und die Eltern natürlich auch alles das nutzen, was da ist. Sie können unsere Tiere besuchen, sie können mit uns wandern, sie können uns im Garten helfen, sie können über unseren Kletterpfad klettern. Und wir hoffen, dass ganz viele Gäste doch diesen Sommer kommen. Ja, und da möchte ich nämlich gleich zu sagen, das ist ja nicht hier, also hier sind wirklich, hier gibt es ja richtig Mitarbeiter, die sich voll um die Kinder kümmern können auch, ne? Ja. Ich habe 3 Mitarbeiter, wir nennen sie, das sind unsere Umweltbildungskollegen. Bildung kann auch Spaß machen. Also das heißt, die erzählen das, die erzählen die Geschichten, die machen mit den Kindern die Programme, die schnitzen gemeinsam, die angeln Forellen und dann werden die geräuchert oder jetzt in der Erntezeit gehen wir auf die Streuobstwiesen, machen selber Apfelsaft. Also im Prinzip komplettes Animationsprogramm mit dabei. Ja, und das ist wirklich, also richtig mit Natur erleben und alles, das finde ich einfach super. Das heißt aber auch, wenn jetzt noch jemand einen Urlaub haben möchte, ist das hier die Gelegenheit, weil die haben gerade erst damit angefangen. Es weiß noch keiner, dass es das gibt. Also wenn ihr irgendjemanden habt, der noch einen Urlaub mit Kindern sucht, hier kann man tatsächlich noch welchen bekommen. Und ich möchte dazu sagen, ich habe ja einen Horror mit Stockbetten, das darf ich gar nicht sagen. Ich habe die jetzt gesehen, die sind entzückend eingerichtet. Da kann man wirklich ganz toll wohnen. Und also, hier überlegt kann man herkommen. Überlegt es euch. Überlegt es euch. Seid es ist herzlich willkommen. Toller Ort. Genau. Und wir werden jetzt natürlich dann auch gleich mal durchgehen und uns mal diese einzelnen Sachen hier so angucken.
Und zwar nicht unter dem schulischen Aspekt nur, sondern auch mal um zu gucken, was man hier eigentlich so alles so machen kann, wenn man hierher kommt. Ist übrigens auch schön für einen Tagesausflug, da kann man ja auch einiges machen. Ja, also erstens, es kostet keinen Eintritt. Also das heißt, man kann hierher kommen, wir freuen uns über eine kleine Spende am Parkautomaten sozusagen und natürlich auch über jede andere Form von Spenden. Aber man kann hier wandern, man kann hier sich die Pflanzen angucken, man kann hier Vögel beobachten. Heute flog gerade eine Schleiereule über den Hof, wow, wo wir dachten, seit Jahren haben wir die nicht mehr gesehen. Wir haben Wildkatzen hier, die man zum Teil auch beobachten kann. Wir haben unsere eigenen Tiere. Vier Pfauen. Fürchterlich stolz sind und andauernd ihre... Alles kleine Angeber. Und man kann hier auch noch wunderbar Kaffee trinken, denn wir haben auch noch einen Kaffee und eine Gastronomie mit tollem Kuchen und tollem Essen und Trinken. Also für jeden was dabei und man kann hier wirklich einen ganzen Tag bleiben. Und ein Kika-Baumhaus haben wir auch noch. Also insofern einfach mal einen Tag ausprobieren. Lohnt sich. Genau, und das gucken wir uns nämlich jetzt auch mal an. Steffi, lass uns in den Bauerngarten gehen. Ja. Da zeigen wir mal so ein bisschen, was hier alles wächst. Ja. Und wenn du dich jetzt wunderst, ja, warum dieser Bauerngarten einen Zaun hat, dann hat das den einzigen Grund, wir haben hier frei laufendes Dammwild. Ja. Und wenn wir das nicht außen vor halten, dann haben wir keine Chance, dass da irgendwas wächst. Ja, das glaube ich aufs Wort. Die fressen ja alles, die Viecher. Die fressen alles ab. So, und das ist hier unser Garten. Und hier wächst alles mögliche, Bohnen, Meerrettich. Wir haben ganz viel Minze dieses Jahr, da verschenken wir schon ganz viel an die Mitarbeiter. Naja, es muss ja irgendwann auch geerntet werden. Und dadurch, dass die Schulklassen im Moment nicht da sind, die häufig dann auch zum Frühstück und Abendbrot irgendwas verbrauchen, müssen wir ein bisschen gucken, dass wir es unterbringen. Ja, und wenn du an diese Wand guckst, da haben wir lauter so Schilder hängen. Ja. Wir haben... eine App, womit wir die Kinder auf Schatzsuche schicken können. Wow. Und wir haben vier Touren. Die eine, da geht es um Bienen. Also was brauchen die Wildbienen, um hier gut zu leben? Es geht um das Thema Recycling. Also was machen wir eigentlich so vom Kompost bis hin zu, was machen wir eigentlich mit dem Mist aus dem Stall? Ja. Es dreht sich um das Thema Wasser. Und das können unsere Besucher kostenfrei nutzen, auch wenn wir nicht da sind, weil die App kann ich zu Hause runterladen und dann können sie mit loslaufen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel Gäste hier sind und es ist gerade keiner, der sich um sie kümmert, dann könnten die hier theoretisch hingehen und dann... Genau. Und dann sind die eine gute Stunde im ganzen Gelände unterwegs. Oh. Und wenn sie die Tour erfolgreich abgeschlossen haben und alle Schätze gefunden haben, dann kriegen sie bei uns sogar ein kleines Dankeschön. Das ist ja Dann kommen super. Sie und zeigen uns, dass sie die Schatztruhe geöffnet haben. Und dann gibt es zum Beispiel bei der Recycling-Tour, kriegen sie dann ein paar Schafswoll-Pellets. Das sind nämlich aus Schafswolle gemachter Blumendünger. Ja. Damit die dann gleich zu Hause weiterdüngen können. Oh, das ist ja wunderbar. Wie alt müssen die Kinder sein, damit sie sowas machen können? Ach, naja, also sie müssen natürlich entweder ein Handy haben oder sie können sich ein Tablet bei uns leihen. Ja. Das kostet auch nichts. Sie müssen lesen können. Gut. Sie müssen lesen können, wobei man die App sogar auch sich vorlesen lassen kann. Ja, das heißt, es ist ein älteres Kind, können die das mit dem Also in der Regel haben wir es häufig... Mhm. Dass die Eltern mit den Kindern losgehen und dann aber die Kinder das überwiegend machen. Und diese QR-Codes, die hier überall sind, das sind die Lösungen für die Schatzsuche. Das ist ja toll. So, und damit sind die dann auch eine gute Stunde unterwegs. Oh, also, und die Frauen, die rufen meistens abends, ne? Ja. Es geht abends los, also, oder? Man sagt ja immer, Gänse sind gute Wachhunde. Ja. Pfauen auch. Ja. Also unsere Pfauen, also ich wusste gar nicht, dass Pfauen fliegen können. Zu meiner Schande gestehen. Das wusste ich auch. Ich habe gelernt, dass sie das können, weil sie sitzen hier oben bei uns zum Teil auf dem Dach. Okay. Und die Pfauen schlafen in den Bäumen, weil ihnen dann da nichts passieren kann. Wenn aber zum Beispiel, also die schlafen in der Nähe vom Stall, wenn aber dann zum Beispiel ein Fuchs, ein Marder, ein Waschbär sich dem Stall nähert, dann ist richtig was los. Ja. Und dann schlagen die wirklich Alarm, auch wenn ein fremder Mensch käme. Ja. Aber die hocken dann eben oben in den Bäumen, haben einen guten Überblick und schlagen wirklich Alarm. Toll. Und ansonsten sind sie natürlich hier tagsüber auf dem Hof unterwegs und suchen sich Aufmerksamkeit. Toll. Sind aber nur vier Jungs. Okay. Aber das ist dann Sinn eine Show. Ja. Und die verlieren im Herbst ja ihre langen Federn. Ja. Und da ist auch die Devise, wenn einer unserer Besucher eine Feder findet, darf er sie natürlich auch behalten. Wir sind ja... nicht nur Erlebnisort, sondern wir sind ja auch eine Naturschutzstiftung, eine Umweltstiftung. Das heißt, das, was wir hier tun, versuchen wir natürlich im Einklang mit der Natur zu machen. Ja. Das heißt, wir setzen natürlich keine Pestizide ein, keine Unkrautvernichter, daher so viel Handarbeit.
Und daher sind wir auch ein Biolandbetrieb. Richtig. Und wenn wir jetzt hier links schauen, ja, dann ist das eigentlich ein schöner Moment zu erklären, dass wir eigentlich jetzt fast komplett auf erneuerbaren Energien arbeiten. Das heißt, wir haben unsere eigene Solaranlage, das heißt, da kommt unser kompletter Strom her. Wir heizen mit Hackschnitzel, Warmwasser und Heizung. Die Hackschnitzel sind das eigene Holz, was wir aus unserem Wald holen. Und das ist unsere Kläranlage. Das ist eine Schilfkläranlage, mit der wir Wasser regenerieren und es auch wieder zurück in den Kreislauf, zum Beispiel in die Toilettenspülung. Das ist ja großartig. Habt ihr das, wann ist das angelegt worden? Also dieses Gut Herbigshagen ist schon viele hundert Jahre alt und war das alte Stadtgut der Stadt Duderstadt. Ja. Und Heinz und Inge haben es dann gekauft von der Stadt und eben unter dem Gedanken, was könnte man als Naturschutzstiftung machen und wie könnte man es auch Menschen vermitteln und zeigen, ist diese Kläranlage entstanden. Okay. Also ist wirklich, das sind, solche Spuren finden sich hier häufig, dass wir mal erzählen, was so die Tierspuren sind, ja, die man hier so finden kann. Klar, wir haben natürlich eben Füchse, Damenwild, Waschbären. Waschbären auch, ja, naja. Ja. Die sind ja, sehen ja niedlich aus, aber sind nicht unbedingt immer. Vor 3 Wochen haben wir die erste Wildkatze gesichtet. Wildkatze? Wir haben eine Wildkatze. Ja. Also auf jeden Fall haben wir sie gesichtet. Ja. Und haben sie auch mit der Kamera einfangen können. Also wir hatten dann so eine Idee. Und da haben wir sie. Und die Kollegen aus der Umweltbildung sagten, die stehen total auf Baldrian. Und dann sind Pfosten mit Baldrian getränkt worden, um sie anzulocken. Und da haben wir natürlich dann die Fotofalle aufgestellt und wir haben sie auf Foto. Wow, das ist doch toll. Das sind die. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt so einen Fußabdruck da finde, rausfinden, was das ist? Wir haben, wenn man vom Parkplatz oben runterkommt, ist so eine Infotafel zu den Tierspuren. Ah, okay. Und natürlich unsere Leute in der Besucherinfo, die sind natürlich auch immer bestens im Thema und können auch alles erklären. Wow. Die können im Zweifelsfall auch am Zwitschern der Vögel erkennen, um wen es sich handelt. Toll. Und das hier darf alles so wachsen, wie es will? Das darf wachsen, wie es will. Ja. Also wir lassen auch ganz oft geschnittenes Material. Also wir haben oben eine große Windvorfläche von den Früchten. Das haben wir jetzt auch wirklich so liegen gelassen. Ja. Das ist jetzt eine sogenannte Sukzessionsfläche. Das heißt, da darf die Natur jetzt mal gucken, was sie damit macht. Ja. Das ist unsere alte Lehmkohle. Ja. Die erneuern wir jetzt gerade. Ein bisschen und setzen sie wieder in Stand. Und was wir damit machen, zeige ich dir. Okay, schön. Da machen wir ganz viel mit den Kindern. Das glaube ich. Das wir ist haben eine nämlich super Idee. Ein Lehmhaus. Und das renovieren wir gerade. Das heißt, wir machen selber die neuen Steine für das Haus. Und das wird unser Sommerferienprogramm. Das ist toll. Das heißt, darin kann man richtig schlafen und das ist relativ bequem. Das ist ein richtiges Bett. Ja. Ein richtiges Bett. Wir haben die Fenster auf, wir können jetzt gleich mal reingucken. Das ist unser Partner, die Firma Sleepero, die macht im Prinzip den kompletten Vertrieb. Das heißt, da wird gebucht, da sehe ich auch in einem Online-Buchungstool, ist das Bett noch frei oder nicht. Ja. Man sagt maximal 2 Erwachsene, ein Kind. Mhm. Das Bett ist ja so groß nicht, es hat eine Breite von 1,60. Ja. Wenn gebucht ist, ist da natürlich das Bett frisch bezogen, Bettwäsche dabei, alles. Und sie das machen die für euch? Das machen wir dann für die. Das heißt, wir kümmern uns, wir kümmern uns, dass das alles vorbereitet ist. Ja. Sie kriegen auch ein kleines Päckchen mit einer Flasche Bio-Wein und einem Wasser und einem Müsli-Riegel und, und. Ja. Sie können natürlich bei uns in der Gastronomie essen und unsere Duschen und Toiletten nutzen. Wir haben noch vom Schulbauernhof von früher, haben wir hier ganz in der Nähe, Toiletten und Duschen. Ja. Und dann kriegen die den Schlüssel und können sich hier frei bewegen und schlafen hier nachts mitten in der Natur. Also das, na vor allem kann man schön das Fenster aufmachen und sieht ja dann direkt. So, und letzte Woche war ein ganz süßes Ehepaar hier und hat hier geschlafen, sind sogar 2 Nächte geblieben, haben dann hier draußen gesessen, als es dunkel war. Ja. Und am nächsten Morgen kam der junge Mann zu mir und sagte, das ist der Hammer, so viele Glühwürmchen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, es muss hier wirklich vor Glühwürmchenlose gewinnen. Ich bin mal letztes Jahr an einem Ort gewesen, wo es sagte, da sind ganz viele Glühwürmchen, wir haben ganz wenige nur gesehen. Also, dafür würde es sich ja schon lohnen. Allein dafür würde es sich schon lohnen. Ansonsten hast du natürlich hier jede O-Töne. Du hast das Vogelgezwitscher. Du hast auch hier nebenan sind die Ackerflächen. Also wenn der Mähdrescher läuft, dann läuft er auch. Ja. Du hast unsere Pfauen. Ja. Die hört man auch. Aber ansonsten hörst du hier nur Natur. Hier ist sonst nichts. Und das Spannende ist, jede Form von Fremdlicht ist hier ja weit weg. Also wir sind ungefähr 5 Kilometer außerhalb von Duderstadt. Ja. Das heißt, du hast einen Sternenhimmel, das ist der Hammer.
Also wenn hier klarer Himmel ist, ist es schwarz wie die Nacht, ja. Aber die Sterne siehst du 1A. Das ist toll. Das ist echt also, toll. Naja, also jetzt würde ich am liebsten selbst kommen. Ja, oh. Erzähl es weiter. Ja, wir erzählen es auf jeden genau. Fall weiter. So, und hier steht unsere Lehmhütte. Ja, ach, das und ist und die ist aus dem Lehm, aus der Kuhle dort gebaut. Ja, und spannend. Das, ja. So, das dürfen dann die Kinder machen. Das machen, also dann, das machen dann unsere Leute mit den Kindern zusammen. Ja. Und dann ist im Idealfall am Ende der Ferien die Wand wieder schön. Wow. Und sind am Beginn unseres Kletterpfades. Okay. Das heißt, wir haben überall so Dinger zum Draufklettern, Balancieren. Wenn man jetzt hier runterguckt, dann sieht man, also hier fängt es eigentlich an. Da kann man hochklettern, kann man darüber klettern. Und da kommen dann ganz viele Klettergeräte. Das ist ja, und wie weit geht das noch? Ganz so einmal rum. Da gehen wir jetzt durch. Da gehen wir jetzt durch. Eigentlich den ganzen Tag lang klettern. Naja, also das dauert schon eine Weile. Ja. Und es ist eben alles, fordert unterschiedliche Geschicklichkeiten. Ja. Ne? Balance, Gleichgewicht, Kraft. Ja. Und ich nehme mal an, die werden natürlich auch regelmäßig geprüft. Genau, die werden geprüft, die werden immer wieder jedes Jahr abgenommen, geguckt, wenn was instand gesetzt werden muss. Ja. Toll. Also unser Ziel ist immer, dass die Kinder abends müde, glücklich und dreckig nach Hause gehen. Dann haben wir alles richtig gemacht. Das ist doch mal ein Wort. Thema Fichten im Harz, haben alle gelesen, sind gestorben, sind umgekippt. Friederike vor ein paar Jahren hat gewütet. Ja. Und wenn wir jetzt hier einen Schritt rauf gehen, dann ist das die Fläche, wo Friederike einmal durchgetobt ist. Ja. Grüne Neune. Wir haben gesagt, wir lassen es einfach so liegen. Ja. Wir nehmen die Bäume nicht raus, haben natürlich jetzt noch mal ein bisschen begradigt und bereinigt, aber man sieht, die Natur kommt dazwischen schon wieder durch. Ja. Und die darf sich jetzt entwickeln. Ja. Wir machen jeden Monat ein Foto, um zu gucken, wie sich's verändert. Oh, das ist eine schöne Idee. Also jetzt kommen wir in den Teil, wo meine neben den zweibeinigen Mitarbeitern auch unsere vierbeinigen Mitarbeiter wohnen. Okay. Manche haben aber auch nur zwei Beine. Also hier ist alles was Enten, Gänse, Hühner. Wir dürfen hier ein glückliches Leben haben. Wir freuen uns, wenn sie mal ein Ei legen und wir dann tatsächlich auch eigenen Nachwuchs ausbrüten können. Ja. Wir haben hier eine kleine, ganz besondere Entenfamilie. Diese Entenfamilie ist nämlich aus München hierher gekommen, weil sie stand nämlich in dem Garten von Heinz und Inge Siedemann. Ah. Und als wir jetzt dieses Haus dann aufgeben mussten, weil das nicht mehr, weil sie beide nicht mehr lebten, ja, haben wir gesagt, die nehmen wir mit und sie kommen zu uns auf die Weide. Und die Esel fühlen sich richtig wohl. Klaus, guck mal da. Genau, das sind Easy und Leo. Ja. Und Easy und Leo sind auch eine ziemliche Attraktion für unsere Besucher. Ja. Denn mit den beiden gehen wir spazieren. Dann machen wir Eselwanderung. Oh, okay. Dann kommen die zwei mit. Die sind zwar schon ganz schön alt und haben es auch ein bisschen im Rücken. Aber sie freuen sich eben immer, wenn sie ein bisschen Bewegung kriegen, weil sonst wären sie zu dick. Ja. Das ist noch ein Ausstellungsgebäude. Wir sind ja hier 2 Kilometer von der alten deutsch-deutschen Grenze entfernt. Ja. Also Thüringen ist quasi gleich nebenan. Ja. Und die Grundidee, warum Heinz Sielmann sich hier so wohlgefühlt hat, war dieses Thema grünes Band. Der hat 1988, als die Grenze noch bestand, hat er dort oben einen Film gedreht. Und er stand mit dem Rücken zum Grenzzaun und hat gesagt, wenn diese unmenschliche deutsche Grenze irgendwann verschwunden ist, müsste man daraus ein Naturschutzareal machen. Ja. Und so ist die Idee des Grünen Bandes entstanden. Und in diesem Gebäude befindet sich eine wunderbare Ausstellung zum Grünen Band. Das hört sich interessant an. Wann wird es wieder aufgemacht? Mit Führung können wir jetzt schon reingehen, aber fürs Publikum erst, wenn das Thema Kontaktbeschränkungen und gefallen. Genau, hier sind noch dann die anderen Hasen, also sie können auch raus. Toll. Die kommen dann aus dem Stall. Genau, hier sind Löcher. Oh, guck mal, da ist er wieder. Genau. Das sind Löcher und dann können die da rein und raus. Hi. Also wenn unsere Schulklassen hier sind oder wir Kindergruppen hier haben, da ist eine große Feuerstelle. Ja. Und wir haben einen ganz tollen Schmied, der wirklich sein Handwerk noch beherrscht. Der kommt dann mit seiner mobilen Schmiede hierher. Ja. Und dann können die Kinder wirklich auch selber arbeiten. Und jeder nimmt dann was mit nach Hause, ob es ein kleines Metallherz ist oder ein kleines Messer oder wie auch immer. Aber das machen wir dann da. Und die Kinder, die können das, dürfen das auch alles machen? Die dürfen das alles selber machen. Ja. Und natürlich Klassiker, abends auch mal Stoff. Am Abend dann hatten wir ein bisschen frei. Und Stella war inzwischen dazugekommen von Bauernhofferien und sie liebt Tiere wirklich sehr. Also haben wir uns
zusammengefunden und sind dann nochmal raus und direkt zu den Tieren gegangen. Also die Tiere waren toll, da haben wir auch schöne Fotos gemacht, aber die erzählenswerte Geschichte sind die Faunen. Also diese Viecher sind schon sehr alt und die haben so ihre eigene Art. Und die Caroline Ruhr hatte gesagt, ach, die schlagen das Rad für jeden, weil die sind nämlich fürchterlich stolz und müssen sich immer präsentieren. Aber nix da. Also wir sind den Viechern hinterhergelaufen, wir haben sie angefleht, angebettelt, sind nett zu ihnen gewesen, haben auch mal leicht versucht, sie zu erschrecken, ohne, ich will jetzt keine Tierschützer hier alarmieren, also wir waren trotzdem freundlich, aber wir haben uns wirklich redlich bemüht, diese Viecher dazu zu kriegen, ein Rad zu schlagen. Aber wer es letztlich geschafft hat, war Klaus, denn der hat es wirklich hingekriegt, dass das eine Tier ihm etwas ganz vorsichtig aus der Hand gefressen hat und dann wurde der andere so eifersüchtig, dass er dann sein Rad schlug. Ich bin sicher, das liegt da dran. Dreht sich richtig. Komm mal her. Der ganze Aufenthalt war ein wirkliches Erlebnis und wir sind sicherlich nicht das letzte Mal da gewesen. Wir haben schon so kleine Ideen entwickelt und ihr werdet sicherlich informiert, wenn da weiter was passiert und ich bin sicher, dass das passieren wird. Übrigens haben wir auch noch eine Heinz-Sielmann-Stiftung direkt bei uns um die Ecke in Wustermark. Und auch da bin ich sehr interessiert, mal zu gucken, ob wir vielleicht einen Kontakt aufbauen können, weil das ist wirklich eine ganz tolle Einrichtung. So, und da wir ja natürlich Gläser und Flaschen sind, haben wir auch ein bisschen uns mit dem Haltbarmachen beschäftigt. Und dazu gibt es einen kleinen Fermentier-Workshop, den wir gemacht haben. Und den seht ihr aber in einem getrennten Video. Den Link, den seht ihr wieder unten. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis bald. Tschüss.